Und dann kommt der Mordflash, ja, mein Freund sagt, Mann, Mann, zieh mal deine Hände rüber. Gib mir deine Hände rüber. Wow, das ist scheiße. Gestatten? Mein Name ist Emanuel. Ich habe euch erweckt. Du hast mich geküsst. Wieso? Ich bin der Prinz. Ihr seid eine Prinzessin. Okay. Mein Schloss ist groß. Und auch meine Dienerschaft ist von großer Zahl. Wir können einer Prinzessin, wie ihr eine seid, jeden Wunsch von den Augen ablesen. Kommt mit mir, Prinzessin, und begleitet mich in mein Reich. Ein großes Fest wird euch willkommen heißen. Aus fernsten Ländern werden sie heranströmen, nur um euer Antlitz genießen zu dürfen und um eure Gunst zu kriegen. Schwertkämpfe werden ausgetragen, mein riesiges Reich wird euch geöffnet. Aus unserem riesigen Reich werden Krieger heranrücken und sich zu duellieren. Kein Typ erscheint mehr so gefährlich, wenn man mit dem gefährlichsten Typen zusammen ist. Doch auch ich habe Gefühle, so hege ich große Verbundenheit zu meiner Mutter.
Wir werden schon bald das mächtigste, das kriegerischste Reich errichten, das es je gab. Doch sehe ich in eure Augen, so vergeht mir die Kriegeslust. Warum hast du mich eigentlich geküsst? Also, ich verstehe das jetzt nicht falsch, aber warum? Ich habe Gefahren bekämpft, um zu euch zu gelangen. Und ich habe euch errettet. Ich wurde dazu auserwählt. Prinzessin, ihr habt 100 Jahre geschlafen. Hundert Jahre. Was für eine Zeit ist das? Eure Uhr geht falsch. Es ist noch nicht Mitternacht. Warum geht sie deswegen falsch? Ich habe euch von dem Fluch befreit. Ah, mit dem Kuss. Ja. Ihr seid die Prinzessin. Okay. Danke. Nehme ich an. Bitte. Die Kutsche wartet bereits auf euch. Ich habe schon viel von euch erzählt und sie sind sehr angetan von euch. Sobald wir daheim sind, können die Festivitäten beginnen. Ach, du kennst mich. Ihr seid die Prinzessin. Und sollte ich dich kennen? Und wehe, du sagst jetzt noch einmal, ich bin der Prinz, du bist die Prinzessin, ja? Ich schwör's dir noch einmal und ich schneide dir die Zunge ab. Warum bist du überhaupt hier? Haben wir uns schon mal gesehen? Vor heute? Nein. Ja, warum bist du dann hier? Wir sind einander versprochen. Du bist meine wahre Liebe. Bist du tugendhaft? Gnädigste? Und schön. Wie meint ihr? Also hör zu, Romeo. Mein Name ist Emanuel. Ja, danke für den Kuss. Also danke, wirklich. 100 Jahre Schlaf, das ist wirklich, aber deswegen, ich kenne dich doch gar nicht. Aber wir sind einander versprochen. Ja, dann entspreche ich dich eben. Es ist mir egal, keine Ahnung, ob wir einander versprochen sind oder nicht. Anscheinend glaubst du das und ich merke auch, dass dir das wirklich, wirklich wichtig ist. Aber ja, danke für den Kuss. Danke wirklich. Das war wirklich sehr nett, aber deswegen werde ich doch nicht deine Frau. Was wollt ihr dann tun? Sag mal, glaubst du wirklich, ich lege mich freiwillig dahin? Ja klar, ich mache das zum Spaß. Irgendjemand ist dafür verantwortlich und ich werde sie finden.
Wo ist die nächste?